Dein geheimnisvoller Fremder hat den ganzen Flug über geschlafen? Ja, leider. Wahrscheinlich hat es doch nicht sein sollen. Das kannst du doch gar nicht wissen, Oma. Frag ihn doch nach seiner Telefonnummer. Ach, ja, tolle Idee. So macht man das heutzutage, oder? Hallo? Hallo? Verzeihung, bitte. Hallo, Polly? Darf ich vorbei? Oh ja, tut mir leid. Ach du meine Güte, jetzt ist auch noch der Akku leer. Na, was soll's, ich kann immer noch... Richard? Ach, wenigstens habe ich's versucht. Kommt, Mädchen, wir haben einen Turm zu besichtigen. Hey, Oma, nicht so hastig da draußen. Dies ist die Mailbox von Penelope Pocket. Nachricht nach dem Piep. Alles einsteigen zum Weitweltturm. Oma, mach den Koffer auf. Das ist ein holpriges Gefährt. Es ist furchtbar ruhig bei euch da drinnen, Mädchen. Wollt ihr mal an die frische Luft? Hühnersocken? Wo ist Polly? Oh, ich habe wohl den Koffer vertauscht. Ich rufe sie gleich an. Nein. Verzeihen Sie, gibt's hier eventuell ein Ladegerät? Oh, na sicher. Danke für die Fahrt. Was bin ich Ihnen schuldig? Jeannie sagt, der Weitweltturm ist an der Ecke Rosenkranz und Gurkenstraße. Also müssen wir da lang. Mit diesen Mädchen! Oh, folgen Sie dem Koffer. Du meine Güte, geht's euch Mädchen gut? Ich habe eure Nachricht bekommen. Wo seid ihr? Es ist alles bestens, Oma. Ich bin schon fast am Weitweltturm. Seid ihr auch schon da? Wir nehmen eine Mini-Abkürzung. Wir treffen uns auf dem Dach. Ciao. Ich hab ihn gleich. Oh oh, er kommt immer näher. Zeit für einen Schlenker. Was zur... Mein Koffer. Da ist er. Beeindruckend, diese Hartnäckigkeit. Wir machen eine Abkürzung durch den Park. Parkeingang direkt vor uns. Bitte sehr. Vielen Dank, Mister. Wir müssen raus aus dem Koffer, Polly. Das schaffen wir sonst nie. Polly Pocket sagt niemals nie. Mein Koffer. Hast du das gespürt? Ich spüre nur, dass mein Herz plötzlich schneller klopft. Oh. Okay, Richard, du hast dir diese entzückende Dame entgehen lassen. Das passiert dir jetzt nicht nochmal mit deinem Koffer. Hier. Okay, Shani, bist du bereit für einen Hindernissprung? Yeehaw! Yeah! Ich kann meine Sprünge üben, ohne Littleton zu verlassen. Ich muss noch nicht einmal aus dem Haus. Wow, Shani. Ich wünschte, ich könnte so reiten wie du. Dann unterrichte ich dich. Oh!
ein Spaß. Ich habe vergessen, nach der Meerjungfrau zu gucken. Was für ein Tag. Ich bin echt total erledigt. Lasst uns mal unsere Ausbeute ansehen. Nicht eine winzige rosa Flosse. Oh, was machen wir denn jetzt? Wir haben nur noch einen Tag, bevor wir wieder nach Hause fahren. Ich möchte unbedingt dieses besondere Foto für Oma machen. Na ja, auf der anderen Seite hatten wir heute total viel Spaß. Du hast recht, Laila. Der heutige Tag war großartig. Und wir haben ja noch den morgigen Tag. Ihr habt beide recht. Wir werden jetzt nicht aufgeben. Seid auch beim nächsten Abenteuer dabei, die letzte Chance, ein Bild der Meerjungfrau zu machen. Es gibt nur eins, das ein Pizzaschneider nicht schneiden kann, Laila. Richtig, dicken Pizzarand! Super Idee, Polly. Oh, mach deswegen nicht zu viel Wind. Tja, aber ich glaube, das musst du deiner Oma sagen. Pollys Boot ist hier das Beste und sie hat eine weiße Weste. Gewinnt das Rennen und geht nicht unter, so macht sie diese Oma munter. Wow! Krass! Du hast seit der Highschool-Zeit gar nichts verlernt, Oma. Eine Punktlandung. Und was jetzt, Shani? Es ist bei euch auf 6 Uhr. Das ist bestimmt unser Lama. Taxi. Los, komm, Laila. Oh. Los, Polly. Klebesohlen aktivieren. Alles klar, Handy. Komm zu Polly. Mein Hündchen, jemand muss sie festhalten. Hilfe! Beeindruckende Hundebändigung. Shani, wo müssen wir jetzt hin? Sieht so aus, als ob dein Handy an 13 Orten gleichzeitig ist. Tut mir leid. Entdecke die Divas ist noch in der Beta-Testphase. Oh. Nicht so schlimm, Shani. Wir müssen zum Flughafen, sonst verpassen wir den Flug. Also, das war stressig, aber wenigstens kann ich jetzt wieder zu meinem Was? Wo ist das? Oh nein, die Seife! Die war desinfizierend. Nach all der Zeit, die wir zusammen verbracht haben, grausame, grausame Welt. Ich werde dich nie vergessen, mein Schimmelmonster. Aber ich habe noch immer die Schimmelsporen. Ich kann noch eins von deiner Sorte erschaffen. Auf ins Labor. Meine Bordkarte ist ausgedruckt, wie in der lahmen Zeit vor den Handys. Jetzt müssen wir nur noch zur Sicherheitskontrolle. Das schaffen wir niemals rechtzeitig. Aber wir müssen's versuchen. Hey, ist das nicht der Typ, den ich vorhin mit dem Hütchenspiel reingelegt habe? Polly Pocket. Augenblick mal. Ihr Mädchen könnt euch hier nicht anstellen. Was? Aber wir müssen nach Hause. Ihr müsst in die Schnellcheckschlange, wenn ihr euren Flug erwischen wollt. Kommt mit. Wirklich? Ist heute der Hallo Tag? Hallo zusammen. Seid ihr bereit für einen Abenteuer-Vlog? Meine Familie macht einen Ausflug in den Regenbogenpark an der Seebrücke. Ich habe gehört, er ist magisch. Und das Beste daran ist, dass Laila und Shani mit uns kommen. Es ist ein Freundinnen- und Familienurlaub. Ein Familienurlaub. Nun ist es Zeit aufzubrechen. Ich glaube es immer noch nicht, dass wir gemeinsam hierher gefahren sind. Ich bin so gespannt darauf, den Park zu erkunden. Was sollen wir zuerst machen? Ich komme schon seit meiner Kindheit in den Ferien hierher. Ihr Mädels solltet die Seebrücke da drüben erkunden. Oh, seht euch diesen coolen Abenteuerpark an.
Seid ihr bereit, Mädels? Zeit für ein kleines Abenteuer. Wir können hier so viel machen. Seht euch das Riesenrad da drüben an. Und das Karussell ist so großartig. Sind das etwa Jetskis da drüben? Hier, damit erkennst du es besser. Tatsächlich, ich würde gerne mal eine Runde drehen. Moment mal, was ist das denn? Es kommt direkt auf uns zu. Oh. Ist das ein Hai? Ich habe noch nie von Rosa Hain gehört. Aber ich habe von Rosa Delfin gehört. Sie sind super selten und sie zu sehen ist etwas sehr Besonderes. Hallo Mädels, wie war euer erster Tag? Unglaublich, Oma. Wir haben eine rosa Flosse im Meer gesehen. Und wir glauben, es ist ein seltener rosa Delfin. Ah, so wie dieser hier? Ja, genau. So eine Flosse war es. Dieses Bild habe ich als Kind aufgenommen. Seitdem habe ich jedes Mal, wenn wir wieder hier Ferien gemacht haben, meine Kamera dabei gehabt, um ein noch besseres Foto zu machen. Aber ich habe ihn nie wieder gesehen. Mädels, denkt ihr auch, was ich denke? Aha. Oma Pocket, wir werden den Delfin finden und dir das gewünschte Foto mitbringen. Oh. Wir haben eine Mission. Wir müssen den seltenen rosa Delfin finden. Wir sind wie wissenschaftliche Entdecker oder Schatzsucher oder beides. Und ihr könnt uns auf unserem Abenteuer begleiten. Bis zum nächsten Mal. Hallo zusammen. Shani hier mit Layla und Polly, live vom Strand. In unserem letzten Vlog haben wir etwas entdeckt, von dem wir hoffen, dass es ein super seltener rosa Delfin sein könnte. Um das zu beweisen, werden wir ein Foto machen. Oma Pocket wird so stolz sein. Kommt schon, Mädels. Lasst uns loslegen. Also, wie können wir diesen rosa Delfin denn finden? Wir könnten mit dem Riesenrad fahren und dann halten wir Ausschau, ob wir ihn sehen. Oh, wir könnten das Wasser mit einem Jetski absuchen. Lasst uns beides machen. Und ich werde noch mehr über rosa Delfine herausfinden. Polly? Layla? Ach, Shani! Bella, ich wusste nicht, dass du hier bist. Meine Großtante wohnt in der Nähe des Parks, deshalb komme ich oft hierher. Das beste Riesenrad an der Küste. Was wollt ihr denn hier machen? Wir suchen einen rosa Delfin. Da du die Gegend so gut kennst, hast du irgendwelche rosa Delfine gesehen? Ich habe hier schon einige Delfine gesehen, aber noch nie einen rosanen. Aber wenn ich es mir recht überlege, meine Großtante erzählte mir immer ein altes Fischermärchen über die Regenbogenmeerjungfrau. Eine alte Legende besagt, dass dieses mystische Wesen die Gewässer rund um die Seebrücke beschützt. Aber das ist ja doch nur ein Märchen. Meerjungfrauen gibt es ja leider gar nicht. Bella, ich glaube, ich habe eine Überraschung für dich. Aber lass uns zum Plaudern irgendwo hingehen, wo wir winzig sind. Und gleich! Warte, du hast echte Meerjungfrauen gesehen? Das stimmt, aber nur einmal und sie wurden streng bewacht. Wow, Großtante Big hatte recht. Oh wow, ich würde gerne mal eine echte Meerjungfrau sehen. Mädels, was ist, wenn unser rosa Delfin die Regenbogenmeerjungfrau ist? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wir teilen uns auf, damit wir besser den Boden beobachten können. Ich meine das Wasser. Wenn die Regenbogenmeerjungfrau echt ist, dann wird dieses Foto sogar noch sagenhafter sein.
Damit wurde dieses Abenteuer gerade 1000-mal magischer. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir tatsächlich eine echte Meerjungfrau finden könnten. Und was glaubt ihr? Ein rosa Delfin oder eine Meerjungfrau? Bleibt dran, um zu erfahren, wie es weitergeht. Hallo zusammen. Wisst ihr, was wir heute vorhaben? Ich drehe gerade einen neuen Film, Die letzte Farm auf Erden. Und wir dürfen sie dorthin begleiten. Seid ihr bereit für ein Science-Fiction-Western-Abenteuer? Es ist wirklich unglaublich. Wir sind an einem richtigen Filmset. Wahnsinn, das ist genau wie im Comic-Heft. Es gibt ein Comic-Heft? Ja, 327 Ausgaben. 341, wenn man den Blödsinn von Angriff des Maiskornados mitzählt. Wow. Was für tolle Spezialeffekte. Moment, ist das da auch ein Spezialeffekt oder... Oh, Alianas Raumschiff! Oh, wie schön, dich zu sehen! Oh, ich bin so froh, dass ich euch gefunden habe. Ich musste eine Notlandung machen. Ich glaube, mir ist der Treibstoff ausgegangen. Schauen wir mal nach, ob wir helfen können. Sieht so aus, als würde es mit Kürbistreibstoff fliegen. Sicher gibt es hier irgendwo Kürbisse. Polly? Ein Teil der Filmcrew ist auf dem Weg hierher. Wir müssen Ariana schnell eine Verkleidung besorgen. Gute Idee. Also gut, Lila. Es ist an der Zeit, dass wir deinen unglaublichen Sinn für Mode einsetzen. Und zwar schnell! Zum Glück ist Landhausmode gerade der letzte Schrei. Komm schon, Ariana. Noch irgendwas. Ah. Aha! Perfekt! Du siehst einfach toll aus. Aha. Und klein Kabel! So, geschafft! Ariana sollte jetzt genug Treibstoff haben, um nach Hause zu fliegen. Tolles Outfit, Ariana. Hat's funktioniert? Nicht so wirklich. Wir wurden entdeckt. Und sie wussten sofort, dass ich eine Außerirdische bin. Glücklicherweise konnten wir sie davon überzeugen, dass es sich nur um Spezialeffekte handelt. Super gemacht. Alles klar, Ariana. Dein Schiff sollte jetzt wieder flugbereit sein. Ich danke euch. Ihr seid großartig. Gibt es hier eine Shawnee Brown? Wir warten am Set auf dich. Das bin ich. Und du da? Bist du nicht die neue Make-up-Assistentin? Wer, ich? Du kannst das, Lila. Bin schon unterwegs. Was für ein lustiger Tag am Set. Shawnee und Lila waren fantastisch. Und ich durfte sogar auf dem Stuhl der Regisseurin sitzen. Mädels, ich könnte meine neue Berufung gefunden haben. Menschen in Außerirdische zu verwandeln. Die Magie der Filme ist nichts im Vergleich zu den Abenteuern aus unserem echten Leben. Ich bin so glücklich, dass ihr beiden Mädels meine besten Freundinnen seid. Oh, schauen wir uns die Bilder vom Set an. Hallo zusammen. Ich freue mich so, dass ich den heutigen Vlog moderieren darf. Das ist Shawnees erster. Ich gehe gleich mit Lila und Polly in den Zoo zum Littletons Figuren- und Kostümwettbewerb. Wir müssen uns beeilen. Wir sehen uns dort. Ich kann es kaum erwarten, die Kostüme von allen zu sehen. Shawnee, das Kostüm ist super schön, wirklich. Oh nein, Kapitän Strubbel, wo ist er hingelaufen? Oh, das hört sich nach einer viel größeren Katze an. Wir müssen ihn schnell finden. Das sind definitiv die Pfotenabdrücke von Kapitän S. Da lang! Löwen, Tiger und Bären? Jetzt aber schnell! Ein Glück! Er ist nicht hier. Ich könnte es nicht ertragen, wenn ihm etwas zustoßen würde. Das hier ist seine Antenne. Gut gemacht, Peaches.
folgen wir ihr. Sie scheint seine Spur gefunden zu haben. Hm. Oh, Kapitän Strubbel! Ihr wisst, was das bedeutet. Und klein! Es sieht so aus, als würde Kapitän Strubbel sein Faultierleben sehr genießen. Oh. Oh, das ist ansteckend. Lasst uns hier verschwinden, bevor wir dafür zu müde sind. Komm schon, Kapitän S., wir kommen zu spät zum Wettbewerb. Schnell, der Wettbewerb hat bereits angefangen. Doch wir waren gerade noch rechtzeitig am Stand der Preisrichter. Und sie liebten unseren außergewöhnlichen Look. Und trotz unseres kleinen wilden Umweges haben wir den ersten Preis gewonnen. Aber der schönste Preis war das tolle Abenteuer mit meinen Freunden. Kapitän S. sagt, das Schönste für ihn war das große Nickerchen mit den großen Faultieren. Und gefiel euch mein allererster Vlog? Und Schluss! Hallo, Freunde! Wisst ihr was? Shani hat mit ihrer Katze Kapitän Strubbel in einem Film mitgespielt. Wie cool ist das denn? Sie und Laila sind gerade auf dem Weg hierher, damit wir ihn uns zusammen ansehen. Da sind sie! Das wird ein richtig großer Spaß! Herzlich willkommen in Pollys Pop-Up-Heimkino! Wow, Polly, das war doch nicht nötig! Und apropos Pop, kein Filmabend ist perfekt ohne Popcorn! Toll gemacht, Polly, wie in einem richtigen Kino! Ich wollte, dass alles perfekt ist für euren großen Moment, Shani und Kapitän Strubbel. Sieht aus, als bräuchten wir einen größeren Bildschirm. Ah, ich hab's! Das ist es! Gruppenumarmung! Und klein! Wow, jetzt ist es wie in einem richtigen Kino. Das ist besser, als ich es mir je hätte vorstellen können. Oh, ich bin so aufgeregt. Shani, wann bist du dran? Gleich. Kapitän Strubbel und ich machen gleich eine Bruchlandung auf dem Planeten Morph. Das seid ihr ja. Bleib sofort stehen! Oh nein, wir müssen ganz schnell die Popcornmaschine ausschalten. Schnell, sonst verpassen wir Shanis Auftritt. Das Universum wird mir gehören. Nicht solange ich und Kitty Fantastic etwas dazu zu sagen haben. Du warst großartig, Shani. Du hast wirklich allen die Show gestohlen. Was für ein Abenteuer. Du warst natürlich auch fantastisch, Kitty Fantastic. Ich kann die Fortsetzung kaum erwarten. Tschüss, bis bald. Hallo zusammen. Polly, Shani und Laila hier. In unserem letzten Vlog hat uns Bella von einer Meerjungfrau erzählt, die die Gewässer rund um die Seebrücke beschützt. Wir glauben, dass unser rosa Delfin tatsächlich die Regenbogenmeerjungfrau sein könnte. Und Bella wird uns dabei helfen, sie zu finden. Und jetzt ist Zeit für ein Foto. Sagt Meerjungfrau! Oh,
werden zum Riesenrad gehen. Und Bella und ich gehen an den Strand. Los geht's! Bis jetzt konnte ich nichts entdecken. Wie sieht's bei dir aus, Polly? Ich hätte da vielleicht eine Idee. Oh, was machen wir denn jetzt? Wir haben nur noch einen Tag, bevor wir wieder nach Hause fahren. Ich möchte unbedingt dieses besondere Foto für Oma machen. Na ja, auf der anderen Seite hatten wir heute total viel Spaß. Du hast recht, Laila. Der heutige Tag war großartig. Und wir haben ja noch den morgigen Tag. Ihr habt beide recht. Wir werden jetzt nicht aufgeben. Seid auch beim nächsten Abenteuer dabei, die letzte Chance, ein Bild der Meerjungfrau zu machen. Hallo zusammen. Laila, Polly und Shani, eure Lieblingsmeerjungfrauenforscherin, melden sich zum Dienst. Heute ist unser letzter Urlaubstag und wir haben die Meerjungfrau immer noch nicht gefunden. Ich habe auch keine Idee, wo wir noch suchen könnten. Lasst uns an die Stelle zurückgehen, wo wir die rosa Flosse zum ersten Mal gesehen haben. Immer noch nichts. Mädels, ich habe alle Fotos von unserer Reise gesammelt. Seht sie euch an. So viele lustige Erlebnisse und Erinnerungen. Was ist denn los? Wir hatten gehofft, ein ganz besonderes Foto für deine Sammlung mitbringen zu können. Vielleicht habt ihr den rosa Delfin nicht gefunden. Oder die Meerjungfrau. Aber ihr habt unglaubliche Abenteuer auf dem Weg dorthin erlebt. Denkt an all den Spaß, den ihr hattet. Wisst ihr, manchmal ist die Reise der schönste Preis. Oh. Vielen Dank, Oma. Du hast recht. Wir haben vielleicht nicht dieses eine Foto, aber wir haben unglaublich viele neue Erinnerungen. Na, da seht ihr's. Hallo, Mädels. Und, habt ihr die Regenbogenmeerjungfrau gesehen? Sagtest du gerade Meerjungfrau? Nein, aber wir hatten eine tolle Zeit während der Suche. Ja. Delfin, Meerjungfrau, was immer ihr auch gesucht habt. Ich glaube, ihr habt etwas Besseres gefunden. Spaß mit euren Freundinnen. Wie wäre es, wenn wir ein letztes Foto machen, ha? Gruppenfoto an der Seebrücke, alle zusammen. Sagt alle Erinnerungen. Erinnerungen. Diese Welle hat uns wirklich überrascht. Wartet, ist das der rosa Delfin? Oh, wirklich? Lass mich mal sehen. Das ist er. Das ist der Delfin. Aber was? Das kann nicht sein. Was ist denn? Lass mich mal sehen. Oh. OMG, das ist sie. Genau da. Die Regenbogen.
Wie sich herausstellte, sind der rosa Delfin und die Regenbogenmeerjungfrau echt. Und wir haben ein Bild mit beiden drauf. Wir mussten uns einfach nur daran erinnern, den Moment zu genießen. Ich freue mich darauf, mit euch Mädels das nächste Mal hierher zu kommen. Ich bin gespannt, was wir noch alles entdecken werden. Hallo zusammen. Polly hier. Ratet mal, wen Oma Pocket und ich heute ehrenamtlich unterstützen. Den Littleton Zoo. Los geht's. Känguru, Koala, Wombat. Fertig. Alle Informationen über die Tiere sind in alphabetischer Reihenfolge. Großartig, Oma. Ich hole den nächsten Stapel, bin gleich wieder da. Ja, natürlich. Wir werden den Panda sehr vermissen. Aber das ist das Beste, was wir für sie tun können. Oh nein, wo wird Bao Bao denn hingebracht? Ich will nicht, dass sie geht. Vielleicht habe ich ja noch Zeit, um mich zu verabschieden. Und klein! Hallo, Bao Bao. Ich wollte mich nur verabschieden. Du weißt es noch gar nicht? Und du willst gar nicht gehen? Oh, ich will auch nicht, dass du gehst. Warte, ich habe gerade eine kleine Idee. Und klein! Polly! Bao Bao! Megan, was soll die ganze Aufregung? Suchst du etwa auch jemanden? Also, ich kann Polly nirgendwo finden. Ich habe wirklich jemanden verloren. Den Zoopanda. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als dass eines meiner Zootiere verschwindet. Polly, hast du vielleicht irgendwo einen Panda gesehen? Sie ist groß, flauschig und super liebenswert. Nö. Ich habe nirgendwo einen großen Panda gesehen. Und das ausgerechnet heute. Sie soll nach China reisen, um mit ihrer Familie wieder vereint zu werden. Bao, Bao! Aber ich weiß vielleicht, wo ein winziger Panda sein könnte. Oh, Polly. Wir bringen sie besser zurück, bevor Megan sich noch mehr Sorgen macht. Es tut mir leid, Bao Bao. Ich hoffe jetzt, da du weißt, dass du nach Hause fährst, freust du dich auf dein neues Abenteuer. Und groß! Es war traurig, Abschied zu nehmen. Aber ich hoffe, Bao Bao eines Tages in China besuchen zu können. Und ich habe eine wichtige Lektion gelernt. Man sollte schon die ganze Geschichte kennen, bevor man eine übereilte Entscheidung trifft. Wie das Schrumpfen eines großen Pandas. Das war's von mir für heute. Bis zum nächsten Mal. Hallo zusammen. Laila hier, Gastmoderatorin des heutigen Vlogs. Und ratet mal, was wir heute vorhaben. Ein Sonntagsausflug. Und ich habe im Park eine kleine Überraschung für Polly, Shani und unsere Tiere. Kommt mit! Herzlich willkommen zu meinem Sonntagsausflug. Ich bin heute Nachmittag eure Chefin. Du bist heute unsere Organisatorin? Ich bin eure Chefin für Überraschungen. Und ich werde dafür sorgen, dass ihr und eure Lieblinge ein unvergessliches Erlebnis habt. Ja! Also, was machen wir denn nun mit all den Farben? Schön, dass du fragst, Polly. Denn wir malen heute Tierporträts. Komm schon, Peaches. Sitz still. Ich kann dich nicht malen, wenn du dich bewegst. Peaches!
Entschuldige, Laila. Dein Sonntagsausflug hat sich leider ganz anders entwickelt als erwartet. Wir haben noch ein bisschen Farbe übrig. Aber es wird vermutlich nicht reichen. Es sei denn, wir malen Mini-Tierporträts. Oh, großartige Idee. Laila, du bist die beste Erlebnisspaßorganisatorin. Und rein! Spaßiger Sonntagsausflug und ich liebe unsere Mini-Porträts. Das freut mich sehr. Und auch wenn es toll ist, etwas zu planen, macht es auch am meisten Spaß, etwas Neues auszuprobieren. Oder, wie in unserem Fall, sich in Farbe zu wälzen. Hallo zusammen, Polly hier. Heute Abend treffe ich mich nach Einbruch der Dunkelheit mit den Mädels und Nicholas im Zoo zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung. Bereit, euch die Nacht um die Ohren zu schlagen? Das Ziel heute lautet, wenn wir es schaffen, die ganze Nacht im Zoo aufzubleiben, werden wir das Bewusstsein für den Schutz der Wildtiere schärfen. Nicholas, was ist los? Also, ich habe gerade seltsame Tiergeräusche gehört und auch was im Gebüsch gesehen. Ich glaube, da ist ein wildes Tier ganz in der Nähe. Ja, wir sind in einem Zoo, vergessen? Aber das klang auf jeden Fall nicht nach einem Tier, das ich kennen könnte. Eher wie eine neue Spezies? Oder vielleicht wie eine Alien-Spezies. Sieht so aus, als sollten wir eine kleine Untersuchung starten. Und gleich! Das Geräusch kam von dort. Mal sehen. Hier, das scheint zu unserer Kreatur zu gehören. Ein orangefarbenes Fell. Vielleicht ist es eine Tigerart. Da ist nichts Verdächtiges im Tigergehege. Seht mal diese Pfotenabdrücke. Katzenartig. Aber definitiv nicht von einem Tiger. Vielleicht von einem Löwen. Apropos Löwen, die schlafen tief und fest. Damit sind sie wohl raus. Ähnliche Pfotenabdrücke, aber die von unserem Tier sind kleiner. Was war das? Das ist das Geräusch, das ich vorhin gehört habe. Unser Tier muss ganz in der Nähe sein. Das klingt nicht sehr freundlich. Kapitän Strumpel? Er muss mir von zu Hause aus gefolgt sein. Oder vielleicht wollte er seine großen Katzencousins besuchen. Wir sind die ganze Nacht aufgeblieben. Ja! Ist es nicht seltsam, dass die Dinge nachts viel gruseliger erscheinen? Aber dank unseres Zoo-Rätsels konnten wir ohne Probleme die ganze Nacht aufbleiben. Wie tierisch ist das denn? Wenn es euch nichts ausmacht, werde ich jetzt ein Mittagsschläfchen machen. Hallo zusammen, Polly und Shani hier. Heute beschäftigen wir uns den ganzen Nachmittag mit dem Thema Pferde und Ausritte ins Gelände. Die Pferdeställe liegen so weit außerhalb der Stadt, dass ich kaum Zeit habe, mich beim Reiten zu verbessern. Deshalb habe ich mir gedacht, warum bringe ich da nicht einfach die Ställe zu Shani? Im Taschenformat? Du bist die Beste, Polly. Ich kann es gar nicht erwarten, deine Ställe zu sehen. Zeit für eine kleine Reise. Tada! Wow, Polly,
Es ist noch besser, als ich es mir vorgestellt habe. Jetzt fehlt nur noch eins. Bist du bereit? Und gleich! Das ist so toll! Okay, Shani, bist du bereit für einen Hindernissprung? Jeha! Yeah! Ich kann meine Sprünge üben, ohne Littleton zu verlassen. Ich muss noch nicht einmal aus dem Haus. Wow, Shani. Ich wünschte, ich könnte so reiten wie du. Dann unterrichte ich dich. Und Astra jetzt an. Die neuen besten Freunde. Hallo zusammen. Wartet mal, was Peaches und Polly heute vorhaben. Wir nehmen heute am Littleton Hundepflegewettbewerb für verwöhnte Hunde teil. Bereit, Peaches? Ich bin total aufgeregt. Es wäre toll, wenn Kapitän Strubbel da auch mitmachen könnte. Ich auch. Halt! Das bringt mich auf die perfekte Idee. Warum verkleiden wir Kapitän Strubbel nicht als Hund, damit er am Wettbewerb teilnehmen kann? Glaubst du wirklich, dass das funktionieren könnte? Wir müssen dem Kapitän einfach einen süßen Welpenlook verpassen. Wie heißt dein Hund? Das ist Kapitän Strubbel. Und was für eine Hunderasse ist Kapitän Strubbel? Eine Katze. Ich meine, ein Katzenschäferhund. Die sind sehr selten. Bereit, Peaches? Angemeldet. Naja, jetzt muss ich der Kapitän nur noch wie ein Hündchen benehmen. Und ich weiß genau, wie ich euch helfen kann. Und klein! Auf geht's, Kapitän Strubbel. Zeigen wir ihm, dass du ein richtig toller Hund bist. Oh, das war ganz schön knapp, Kapitän. Gemacht, Peaches. Okay, wir sind die Nächsten. Mach einfach, was ich dir sage. Und drehen. Toll. Jetzt stell dich auf deine Hinterbeine. Wir haben es geschafft. Zeigen wir ihnen, was du noch drauf hast. Letztendlich hatten wir aber alles unter Kontrolle.
Und Peaches hat klar gewonnen. Sehr gut gemacht, Peaches. Und wir haben etwas Wichtiges gelernt. Es ist viel einfacher, man selbst zu sein, als zu versuchen, etwas zu sein, was man nicht ist. Und die Preisrichter haben mir einen tollen Tipp für einen Katzenwettbewerb nächste Woche gegeben. Dort werde ich den Kapitän anmelden. Vielleicht könnten wir Peaches als Katze verkleiden und... Kleiner Scherz. Hallo zusammen, Polly hier. Heute schmeiße ich eine ganz besondere Party für einen ganz besonderen Fellfreund. Ganz genau. Wir feiern eine Welpenparty für Peaches und all ihre niedlichen Hundefreunde. Bist du bereit für einen lustigen Tag im Park? Herzlich willkommen zu Peaches Welpenparty. Wir haben einen tollen Tag für die Putenfreunde geplant mit einer großen Abschlussüberraschung. Wow, Polly, du bist die beste Welpenpartyplanerin, die es je gegeben hat. Sag das mal schnell hintereinander. Das stimmt. Oh ja, ich bin schon so gespannt auf die Überraschung. Ihr werdet es sehen. Los geht's. Muss die große Überraschung sein. Bin gleich wieder da. Das ist leider nicht die Überraschung, die ich mir erhofft hatte. Naja, unsere große Überraschung stellt sich gerade als Mini-Katastrophe heraus. Polly, sie ist nicht Mini. Sie ist winzig. Ja, dieses Problem sollte nicht so groß sein für Polly Pocket. Und klein. Froh, dass mir meine Freundin geholfen haben, diesen Tag zu retten. Denn diese Party war tierisch perfekt. Findest du nicht auch, Peaches? Hallo zusammen, Polly hier. Der Littleton Zoo veranstaltet heute einen Australien-Tag. Shani, Laila und ich sind auch mit dabei. Außerdem werden wir endlich unsere langjährige Brieffreundin und Expertin für australische Wildtiere treffen, Megan. Das wird so aufregend. Megan ist die jüngste Wildtierschützerin aller Zeiten. Wir müssen gut aufpassen, denn wir werden gleich alles lernen über Kängurus, Wombats und... Koalas. Ja, Koalas. Ich meinte, guck mal, wir sind schon da. Oh. Hallöchen, Mädels. Und, seid ihr schon aufgeregt? Das sind wir. Ist da hinten im Gehege wirklich ein Koala drin? Ja. Dieser Schutzraum ist Teil unseres Rettungsprogramms für wilde Tiere. Wenn sie sich erholt haben, werden diese Koalas wieder ausgewildert. Vielleicht ruht sie sich gerade aus. Sie schlafen sehr viel. Ich glaube, ich sehe sie. Da oben. Ja? Das ist sie. Sie isst gerade ihr Lieblingsgericht, Eukalyptusblätter. Geht es nur mir so oder findet ihr auch, dass sie sehr müde aussieht? Ich hoffe, sie ist nicht krank. Oh. Hm. Du hast recht, sie scheint nicht ganz auf der Höhe zu sein. Ich werde mal in der Klinik anrufen. Würdet ihr euch in der Zwischenzeit um den Infostand kümmern?
Aber natürlich! Der Koala sieht wirklich nicht gut aus. Vielleicht sollten wir ihn uns lieber etwas genauer ansehen. Gute Idee, das machen wir. Hallo, du kleiner Koala. Geht es dir gut? Wir machen uns alle Sorgen um dich. Oh, er ist nicht krank. Er ist einsam. Er vermisst seine Schwester. Ich bin sicher, dass du sie bald wieder siehst. Und hier haben wir die Schwester unseres Koalas. Sie braucht ein wenig extra Pflege in der Klinik. Aber jetzt ist sie wieder gesund. Oh, wie schön. Er hat sie so sehr vermisst. Woher wisst ihr das? Nur so ein Gefühl. Nun ja, ich würde sagen, ihr hattet recht. Was für ein wunderschönes Abenteuer. Manchmal kann man jemandem helfen, sich besser zu fühlen, indem man ihm zuhört und die richtigen Fragen stellt. Danke fürs Zugucken und bis dann.